Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Dauntless. Heute mit einem sehr, sehr nicen Bild für euch, meiner Meinung nach richtig starkes Bild. Und bevor wir loslegen, möchte ich mich zuerst mal bei euch allen bedanken. Vielen, vielen Dank für die Abos, die ihr in letzter Zeit dagelassen habt. Vielen, vielen Dank dafür. Das freut mich echt enorm. Es ist richtig geil und macht dann natürlich Spaß, dann auch weiterzumachen mit dem Kanal, logischerweise. Vielen, vielen Dank an die Leute, die Kommentare, Likes da lassen. Vielen Dank auch an die Leute, die meinen Creator-Code Montix nutzen. Und vielen Dank vor allem auch an meinen Supporters-Club. Link ist in der Videobeschreibung für alle Dinge, die ich jetzt genannt habe. Für Unterstützung generell auf meinem Kanal und auch für die Leute oder an die Leute, die meine Amazon-Links nutzen. Vielen, vielen Dank an euch alle. Ist echt mega und motiviert mich natürlich auch weiterzumachen. So habe ich natürlich auch mal die ein oder andere Stunde Zeit, mal schöne Builds für euch auszutesten, ein bisschen hin und her zu überlegen, was ist gut, was ist schlecht, warum könnte was gut sein und so weiter. Natürlich ist manches auch bekannt, manches vergisst man nochmal. Ich habe jetzt auch mit ein paar Axt-Builds da rumgelaufen, Eisborn drin und so weiter. Manches war cool, manches war weniger cool. Hallo 22, Chi, wie auch immer. Und ich bin jetzt eigentlich wirklich auf ein Bild gestoßen oder habe mir so ein Bild gebaut, wo ich wirklich sagen muss, okay, dieses Bild hier finde ich im Moment eigentlich das stärkste Bild, dass man in der SK laufen kann, dass man auf den Jagdgründen laufen kann. Es ist meiner Meinung nach im Moment das stärkste Bild im Spiel. Wow, da sagt aber viel. Oh, wie kommt er zu der These? Ganz einfach, weil in der Eskalation ziemlich viel auf Grit ausgelegt ist, zumindest mal in vielen Eskalationen mittlerweile. Das heißt, Disziplin, Gerissenheit im Bild zu haben, ist dort relativ stark Meta, würde ich doch mal behaupten. Was natürlich im Moment auch mega geil ist, ist halt die Malkarion-Fähigkeit, immer wieder sich an die Gegner ranzuporten, und damit gewinnt man einfach massiv viel Zeit. In den Jagdgründen massiv viel Zeit und auch in der Eskalation massiv viel Zeit, und dadurch komme ich halt, sage ich mal, zu der These. Plus, dass der Schockbrock, also hier, wenn man mehrere Leute hat, die das hier so nutzen und dann, sage ich mal, direkt zum Monster springen, durch diese Fähigkeit, dann wird direkt ein Schockbrock, also eine Schockunterbrechung halt eben ausgelöst, und das ist natürlich auch mega stark und das Monster fällt direkt zu Boden. Ist also wirklich ein super, super starkes Bild, was natürlich noch geil generell, wenn man auf Grid-Builds oder egal mit welchen Builds spielt, man hat hier wilde Raserei mit drin, das heißt, man ist auch relativ schnell. Ich spiele es jetzt persönlich mit Shrikes Eifer, das heißt, ich werde hier auch wieder schneller und kann auch noch die Gruppe ein bisschen buffen. Das ist mega nice, ist, sage ich mal, bei einem Axtbild generell sehr, sehr wichtig, dass man relativ schnell agieren kann, und über die zwei Sachen, Shrikes Eifer und wilde Raserei, würde ich sagen, hat man richtig schöne Geschwindigkeit. Eisborn sorgt in beiden Varianten Eskalation, gut, dort braucht man es weniger, und auf den Jagdgründen dafür, dass man eine Gegenheilung hat, also auch dafür ist gesorgt. Also wir haben Grit drin, wir haben die Gegenheilung drin, wir haben Geschwindigkeit drin, wir haben über Wut auch noch ein bisschen Schaden drin, natürlich auch über Gerissenheit und auch, und das ist ja auch noch da der Vorteil, hier über die donnernde Sense auch nochmal 30% Schaden gegen Behemoth-Köpfe. Also haben wir über Wut und Behemoth-Köpfe hier auch nochmal schönen Schaden drin. Ätherische Regulation sorgt dafür, wenn ihr mit Shrikes Eifer spielt, dass halt auch die Shrikes Eifer immer schön schnell da ist. Shrikes Eifer braucht man nicht unbedingt zwingend. Man könnte auch mit Drask spielen, dort sich wieder Schaden abholen, oder Panga und ständig Panga-Laternen auf den Boden legen. Das ist eher so Geschmackssache. Ich bin halt so ein kleiner Verfechter der Shrike-Laterne, gebe aber gerne zu, dass man hier auch mit Drask oder Panga spielen könnte. Und dann haben wir noch Energiegeladen drin, auch sehr, sehr nice, da man damit halt, sag ich mal, die Axt schneller aufladen kann und sie eigentlich sehr, sehr einfach dauerhaft auf Stufe 4 halten kann. Also ist auch sehr anfängerfreundlich durch das Energiegeladen hier. Gucken wir uns das Bild noch ganz genau an, also mit was spielen wir? Wir spielen mit der Malkarion-Axt, dann mit Zell der Eisgeburt zweimal drin. Finsterer Ansturm habe ich jetzt hier ausgewählt, könnte man eventuell auch tauschen. Gegen den Dreifachwurf würde zum Beispiel hier auch funktionieren, weil wir energiegeladen drin haben und halt somit auch schnell unsere Waffe immer wieder laden.
Persönlich würde ich allerdings sagen, hier mit dem Wurf einmal werfen, die Axt wieder fangen, dann ist man auch nachher auf der Endstufe auf 75, bei 75% mehr Schaden bekommt man, also hier durch diesen überladenen Zylinder kommt man ja in die vierte Stufe, wo man 75% mehr Schaden macht. Und ja, dann hat man eigentlich durch finsterer Ansturm immer und energiegeladen in dem Zusammenspiel eigentlich immer schnell die Waffe wieder oben. Wie gesagt, donnernde Sense haben wir, also dass wir diesen überladenen Zylinder nicht verlieren, darum geht's mal. Ja, dann haben wir Bindung, donnernde Sense, habe ich ja schon erwähnt, ist sehr, sehr geil mit Schaden gegen Behemoth-Köpfe. Shroud haben wir hier mit Disziplin, dann haben wir Tracks mit wilde Raserei. Wir haben hier Boreale Macht mit Disziplin und wir haben auch wieder Tracks mit wilde Raserei. Wie gesagt, ich spiele es hier mit Shrikes Eifer, Zelle der Energiespende und hole die Tränke halt eben mit. Kann man, ja doch, ich denke, die Tränke sind in Ordnung. Über die habe ich mir jetzt nicht die großen Gedanken gemacht, aber das sind die richtigen Tränke. Ja. Dann haben wir, wie gesagt, Energie geladen und ätherische Regulation 3. Wir haben Wut, wilde Raserei, Gerissenheit, Eisgeboren und Disziplin auf 6. Jo, und meiner Meinung nach gibt es momentan nichts Stärkeres, sprich nichts Ausgeglicheneres. Ihr habt einfach alles drin. Stärker geht natürlich immer. Ihr könnt mit einem Dreifachwurf spielen und könnt zum Beispiel wilde Raserei hier aus dem Bild ausbauen und könnt dann stattdessen Raubtier einbauen, wenn ihr sagt, ich werde da eh nie gehittet. Ja, oder auch für die, wäre auch eine schöne Variante zum Beispiel für die Eskalation so umzubauen. Man wird etwas langsamer, Quatsch, das stimmt nicht, jetzt habe ich dummes Zeug geredet. Dort könntet ihr zum Beispiel Eisgeboren rausholen, das meinte ich eigentlich. Könnt Eisgeboren rausholen und weil ihr ja über die Eskalation eh eine Heilung habt und könnt dort zum Beispiel Raubtier, also gerade hier oben seid ihr dann nochmal relativ frei bei der Eskalation. Ihr habt dann etwas weniger Gegenheilung, aber da müsst ihr auch besser spielen. Also das ist halt dann das Ding wieder und da könnt ihr es noch stärker in der Eskalation machen und noch übertriebener Schaden drücken, sage ich mal. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Das hier ist, sage ich mal, das ausgeglichenste Bild und deshalb aus meiner Sicht das stärkste Bild, das es im Moment für die Axt gibt. In puncto Geschnelligkeit, in puncto zum Behemoth hinporten, in puncto Gegenheilung, in puncto Gerissenheit, also überhaupt mal irgendeine Crit-Chance drin zu haben und auch noch Energie geladen mit dieser Waffenaufladung und so weiter. Ich find's mega geil, spiel's mal. Im Anschluss sehen wir uns jetzt noch ein paar Runs oder Auszüge der Runs an und da seht ihr schon ein bisschen, dass das schon ganz geil abgeht. Jo, da lasse ich mich mal selbst überraschen, was ich mir da rausgesucht habe, weil das ist jetzt schon ein bisschen her, als ich das zusammengeschnitten habe. Jo, gucken wir es uns mal an. Also hier habe ich dann einen Emberman erlegt. Ich glaube, das habe ich jetzt drin gelassen, um zu zeigen hier mit der Sprungfähigkeit, wie geil das ist. Deswegen hier zeitlicher Vorteil. Wenn man das in der Gruppe macht, ist das natürlich geil, wenn dann alle sich hinporten. Wie gesagt, kommt direkt dieser Schockbrock. Das ist natürlich mega geil, diese Schockunterbrechung. Und da hätte dieser Karabak schon ziemlich dämlich da rumgelegen. Ich glaube, das macht er jetzt so oder so. Ja, und da seht ihr das. Also der Schaden ist durchaus okay in der auf den Jagdgründen. Kommt halt drauf an, ob ich jetzt ein bisschen Crit-Glück habe, ob ich halt den Kopf treffe, ob ich, was für eine Stärke das Monster hat im Verhältnis zu meiner Waffe. Das ist natürlich jetzt auch negativ zu sehen. Und ich habe jetzt gerade, glaube ich, gar kein Crit-Glück gehabt. Jo, um was geht's noch? Keine Ahnung, habe ich schon vergessen. Habe ich Trank erwähnt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall seht ihr es, dass der Kampf relativ gut läuft. Hier kommt dann der Schockbrock. Wunderbar. Und da seht ihr das, dass man den halt schon schön kaputt machen. Ich glaube, der war ja Stufe. Ah ne, Quatsch, er ist auch Stufe 17, also mein Level, aber trotzdem geht er noch ein bisschen mehr. Hier habe ich die Axt mal schön nebendran gelegt. Jo, und da seht ihr das halt. Läuft also wunderbar. Auf den Jagdgründen kann man das wunderbar nutzen. Und dann sehen wir uns noch ein paar Auszüge aus der Eskalation an. Ja, das war jetzt ein Run, wo ich ein paar Auszüge hier rausgeholt habe. Hier habe ich auch wieder Karabak erlegt. Dann war ich ganz stolz, dass ich hier Skarn umgebollert habe. Das wusste ich noch, dass ich das drin habe. Und hier, ja, stimmt, das war auch ganz cool. Hier habe ich dann ansteckender Aufschlag bekommen. Und da seht ihr auch hier mal 21.000er Crit, also richtig nice. Und die Jungs hier haben hier Schwachpunkt. Also es ist normalerweise gar nicht mal so angenehm, gegen die zwei Kameraden hier zu kämpfen. Aber natürlich mit ansteckender Aufschlag und unserem Crit-Heilbild, nenne ich es jetzt mal so, ist das natürlich hier schon absolut geil. Hier habe ich mich nicht getraut, die Axt zu werfen, weiß ich noch. Ja, hier kommt sie dann.
Und dann habe ich ihn erlegt, glaube ich. Das war es dann. Also ist natürlich mega, mega nice. Hat richtig Spaß gemacht. Ich kann euch das Bild nur wärmstens empfehlen. Ist wirklich geil. An ein, zwei Stellen könnt ihr selbst noch ein bisschen dann ummodeln. Und hier auch wieder ein schöner 17.000er Grid. Ja, und ja, wie gesagt, ihr könnt noch ein bisschen ummodeln und könnt da, sage ich mal, zu euren Wünschen das Ganze noch ein bisschen umstellen. Ein bisschen weniger Eisborn, ein bisschen weniger Energie geladen oder was weiß ich. Könnt ihr ein bisschen umstellen, aber ich finde es richtig nice. Konnte die 75% Schaden immer schön halten. Axt ist im Moment ja eh wichtig zu spielen, dass man halt, sag ich mal, das Reforgen da hoch bekommt und den Zusatzschaden, und es macht halt einfach mega Laune. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Habt viel Spaß mit dem Bild und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, haut rein, ciao.